So, also der Spruch für Essensbeschaffung. Zack. Weg mit euch. Und zwar IM sowas ähnliches wie ein Inn. Kein Platz, da ein Fisch. Mitnehmen. Fisch. Jetzt drücken wir dem stumm hungrigen Gefangenen einen rohen Fisch in die Hand. Bist du hungrig? Du bist hungrig und stumm. Hier ist etwas zu essen. Hier ist etwas zu essen. Er schlingt es hinunter, als hätte er seit Wochen nichts gegessen. Bist du ein Gefangener hier? Er nickt traurig. Dann macht er eine Serie von Charaden, also Bewegungsmuster, die andeuten sollen, dass er unschuldig ist. Das würde ich gerne sehen, wie das aussieht. Er deutet gefährliche Echsenmenschen an, die ein erschrecktes Opfer mit sich ziehen, während sie dabei herzhaft lachen. Er bittet dich, durch Gesten mit dem Echsenmenschen zu sprechen und ihn zu befreien. Es tut mir leid, aber ich kenne ihre Sprache nicht. Sehr schön. Er gestikuliert jetzt, dass er die Sprache versteht. Und außerdem deutet er an, dass der Echsenmensch unsere Sprache versteht. Aber sie können die Sprache nicht wirklich sprechen. Das stimmt so nicht ganz. Wir haben schon Echsenmenschen getroffen, die das konnten. Die hier wollen es bloß nicht. Nun gut, wenn du mir die Sprache der Echsenmenschen beibringst, werde ich es versuchen. Ich stelle mir das gerade recht interessant vor. Wir sitzen in einem Gefängnis gegenüber ein stummer, verhüllter Magier. Nebenan ein Echsenmann, der uns die ganze Zeit beäugt. Und jetzt sitzen wir jetzt hier stunden- oder tagelang zusammen, während er mir beibringt, wie die Echsen sprechen. Das Ganze natürlich voll gepanzert und mit komischen magischen Fackeln, die um uns rumfliegen. Na gut. Er sagt, dass wir ein Wort ihm geben müssen und er wird es übersetzen. Okay, was ist mit Cess? Cess sagt ja. Klick heißt nein, das wissen wir auch schon. Das kennt er gar nicht. Er kennt ja und nein nicht und will uns Echsensprache beibringen? Cell A, wissen wir, dass es Handeln heißt? Nur wo war da? Er scheint hier ein Geschenk geben zu wollen. Okay. Ich komme später wieder. Ah, das könnte was werden und das ist sehr interessant. Das sind ja eigentlich nur ein paar Dialogoptionen, aber wir lernen jetzt wirklich eine Sprache. So, Bika. Bika heißt Hallo. Kann ich mir eigentlich schon jetzt aufschreiben, aber mache ich noch nicht. Ich schreibe einfach nur auf Bika gleich. Dann sagen wir auch Bika. So, jetzt geht's los. Tossa. Tossa wollen wir wissen und Saw wollen wir wissen. Und Yeshua. Yeshua oder Yeshua Klick. So, das reicht mir eigentlich schon. Tut mir leid, ich kann nicht verstehen. Auf Wiedersehen. So, du. Genau, du. Anderes Wort. Wir hätten gerne Bika. Er deutet eine Grußformel an. Vier. Aus. Vier. So, also das war Bika gleich Hallo. Tossa. Tossa. Er deutet auf dich, nimmt deine Hand und sorgt dafür, dass du auf ihn zeigst. Dann deutet er an, dass du das gleiche nochmal machen sollst. Ich und du? Aber warte mal, also erstmal geht es von seiner Person aus. Denn wer er ich? Er zeigt auf mich, also auf du. Und das andere rum ist halt von uns aus gesehen.
wenn er unsere Hand nimmt und uns auf ihn zeigt, ist das die Ausgangsperson und er ist du. Also heißt Tossa wohl du. Mach ja mal ein Fragezeichen hinter den Klammern. So, Saw. Saw. Aggressiv. Okay, ich sag mal Feind ist Saw. Und jetzt kommt noch Yeshua Click. Ob ich das mal richtig schreibe. Also erstmal ist es Yeshua Click. Freund. Okay, das ist ein guter Anfang. Ich komme später wieder. Du. Hallo. Hallo. Du, Freund. Du, Feind. Freund. Tesso, Eppa, Urgo. Okay, nächste Worte wären Eppa. Gleich und Urgo gleich. Saw ist Feind. Urgo ist Feind. Bist du Feind? Bist du ein Urgo? Urgo? Du? Was ist Thresh? S-S-T-R-T-R-E-S-H. Aber eigentlich ist das nur das Wichtigste, was am Ende gesagt wird. Bist du Feind? Das kann ich jetzt ja eigentlich schon mit beneiden. Nein, bin ich nicht. Du bist Freund. Isili Chesare. Ich bin Chesare. Chesare, Freund. Isili? Achso, Isili, wie gesagt, wahrscheinlich ich. Das schreibe ich aber woanders auf. Mein Zettel wird langsam ganz schön unübersichtlich. Aber das ist schön, dass man sich so viele Notizen machen muss. Ob jetzt wirklich nachdenken muss, was könnte er meinen und so, das ist irre geil. Isili gleich ich. In Klammern Fragezeichen. Weil ich mir das jetzt nur zusammenreime und ich nicht wirklich weiß, was ob so ist. Also ich Chesare, Chesare ist Freund. Ich, du, Cesses. Cesses, ja. Hallo, Freund Cesares. Nein. Yeah, aber wir sind kurz davor. Also, hallo, komischer Mann. Anderes Wort. Wir hätten gerne Eppa. Weggehen und zurückkommen. Also return. Ja, toll, ist auf Englisch übersetzt. Also zurückkehren. Eppa ist zurück. Also hat der engste Mensch wahrscheinlich gesagt, ah, du bist wieder hier. Sowas in der Richtung. Anderes Wort. Urgo. Er heißt Urgo. Urgo gleich Typ. Anderes. Und dann haben wir noch S-S-T-R-E-S-H. Hilfe. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Achso, Isili. 4. Isili. Er zeigt auf sich selbst. Was? Er zeigt auf sich selbst. Dann nimmt er deine Hand und zeigt auf dich selbst. Also ja, es heißt ich. Gut. Dankeschön. Nochmal das Ganze. Hallo Chesare. Pika. Bist du Freund? Bist du Feind? Yeshua. Klick ist Freund. Tossa, Eppa, Urgo. Tossa ist du, Eppa zurück und Urgo ist Typ. Also der in der Zelle. Bist du hier, um Urgo zurückzuholen? Urgo,
Hilfe. Du. Hilfst du Urgo? Urgo Feind. Bist du Feind? Nein, bin ich nicht. Du Freund. Ich Cesare. Cesare Freund. Ich? Hilfe? Ich helfe dir. Cesar? Ja? Ja. Okay. Urgo ist Feind. Urgo Sora, das wird was Neues. S-O-R-R-A. Zeka, ist auch was Neues. Sesklik. Oh, ich glaube, er hat irgendwas mit einem anderen Echsenmenschen angestellt. Stopp. Urgo Sora Zeka, ist beides neue Wörter, genau. Sesklik ist nicht Jeschua-Klick. Ses-Klick ist wieder was Neues. Ses-Klick. Tepper. Tepper waren die Echsenmenschen. Tepper, Jesse. Noch was Neues. Jesse, Urgo. Tschüss. Also ich glaube, sie wollen ihn umbringen, weil er irgendwas mit einem Echsenmenschen angestellt hat. Du. Hallo. Was heißt Zora? Diebstahl. Dieb. Zeka. Er zeigt auf deinen Mund, kaut und reibt seinen Magen. Hunger. Dieb. Hunger. Ses. Klick. Kennt er nicht, weil ich es mir verschrieben habe, genau. Ses. Klick. Angreifen. Ist nicht gut. Angreifen. Jesu. Kennt er nicht. Habe ich verschrieben? Jesi. Kennt er nicht. Ha. Okay. Na gut, ich komme später wieder. Du. Pika. Pika. Ja, ich bin ein Freund. Bist du ein Feind? Nein, bin ich nicht. Ich Stresser, ist genau, ich Stresser. Ich helfe dir. Ja? Ja. Urgo ist Feind. Urgo, Dieb, Hunger. Sesklik, angegriffen, Tepper. Tepper, Jethe. Achso, es war ein E am Ende. Okay. Tepper, Jesse, Urgo. Goodbye. Ich denke, Jesse wird töten sein. Du. Andere. Jethe. Ja, jemanden erwürgen. Töten. Ich kann ihm gar nicht mehr sagen, wie er heißt. Aber er weiß wohl schon, dass ich weiß, wie er heißt. So, du. Pika. Jeschua-Klick. Bist du Feind? Nein, bin ich nicht. Soll ich dir helfen? Ja. Die Echsenmenschen erwürgen Urgo. Nein, bitte nicht. Okay, Tossa, du.
Cell A. Cell A haben wir noch gar nicht.